Krama heißt Schritt, Vorangehen, Abfolge. Krama heißt Schritt. Es gibt verschiedene Schritte auf dem Weg zur Befreiung. Und es gibt auch den Ausdruck Krama Mukti, das heißt die schrittweise Befreiung. Manchmal geschieht Befreiung plötzlich und schlagartig. Manchmal geschieht sie aber auch schrittweise. Im Allgemeinen geschieht es schrittweise. Du gehst einen Schritt nach dem anderen, kleine Schritte. Es gibt auch den Yoga der kleinen Schritte. Wenn es dir schwerfällt, alles zu machen, dann geh kleine Kramas, kleine Schritte. Jeden Tag einen kleinen Schritt. Du musst nicht gleich dein Leben vollständig auf den Kopf stellen, sondern jeden Tag mache einen neuen Schritt. Jeden Tag praktiziere etwas. Beginne mit 2 Minuten Meditation. Erhöhe die Meditation nach einiger Zeit auf 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten. Das ist Krama, schrittweise. Und dann ergänze etwas Pranayama und etwas Asanas. Mache Schritt für Schritt mehr. Stelle deine Ernährung schrittweise um. Mache sie immer mehr sattvig, immer reiner. Das wäre die Krama-Technik, Krama-Yoga, der Yoga der kleinen Schritte. Manchmal aber ist es auch besser, radikal etwas umzustellen. Es spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel mal eine Intensivwoche bei Yoga Vidya mitzumachen. Yoga-Ferienwoche, der Yoga-Meditation-Intensiv oder Kundalini-Yoga-Intensiv. Und dann von einem Tag auf den anderen wirklich intensiv zu praktizieren. Dann kommst du vielleicht nach Hause, du hast jetzt deinen Lebensstil schon umgestellt, kannst dir auch gleich weiter beibehalten. Kannst einfach täglich weiter 1 Stunde Asanas und Pranayama üben, weiter vegetarisch dich ernähren und gesund öko dich ernähren, mindestens auf Fleisch, Fisch, Alkohol und so weiter verzichten. So gibt es also Krama-Yoga, den Yoga der kleinen Schritte. Ab und zu mal kann aber auch der revolutionäre Yoga gut sein. Von einem Tag auf den anderen alles umstellen. Und genauso auch unter den Heiligen gibt es solche, die Krama-Mukti erlangt haben. Ich würde durchaus sagen, so war Swami Shivananda, der schon von Kindheit an und von der Jugend an spirituell praktiziert hat und dann vermutlich im Alter von 40 bis 45 die Erleuchtung erlangt hat. Es gibt andere, wie zum Beispiel eine Ananda Maima, die fast schon mit Befreiung auf die Welt kam, oder einer namens Ramana Maharshi, der fast gestolpert ist über die Befreiung. So gibt es Krama Mukti und es gibt plötzliches Mukti. Krama also Schritt, Vorangehen, Abfolge und Krama Mukti schrittweise Befreiung.